Euer Flatti! Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video werde ich Gönnergy probieren. Und zwar die Sorten Raspberry Cheesecake und Juneberry Jam. Ich bin gespannt, wie mir die beiden Dosen schmecken werden. So, ich öffne jetzt die erste Dose. Und zwar Raspberry Cheesecake. Wollte ich schon immer probieren und jetzt ist es soweit. Der Geruch kommt mir auch schon ziemlich gut entgegen. Der einzigartige Geruch von Himbeerkäsekuchen. Mal schauen, wie es schmeckt. Also, der Gönnergy schmeckt mir. Der ist schön süß, hat eine schöne Himbeerkäsekuchennote. Also, den kann ich wirklich gut trinken. Der ist für mich eine 10 von 10. Ja, der gefällt mir wirklich. Würde ich auf jeden Fall öfters kaufen. Nun probiere ich Juneberry Jam. Mal schauen, wie der schmeckt. Also Juneberry Jam riecht schon mal nicht so extrem wie Raspberry Cheesecake. Und jetzt mache ich den Geschmackstest. Ich hätte mir vielleicht ein Glas Wasser hinstellen sollen, weil der Geschmack von Himbeerkäsekuchen ist echt extrem. Ich habe den Juneberry Jam gar nicht rausgeschmeckt. Ich bin gleich wieder da, ich spüle einmal kurz den Mund aus. Flatty Pops and More! So, hier bin ich wieder. Es hat ein bisschen gedauert, um meine Geschmacksnerven zu neutralisieren. Ich habe immer noch ganz leicht den Geschmack von Himbeerkäsekuchen im Mund. Aber wie dem auch sei, ich hoffe mal, meine Geschmacksnerven sind jetzt relativ neutral, dass ich jetzt den Geschmack von Juneberry Jam erleben kann. Es geht. Also schmeckt auch toll. Aber zwischen diesen beiden Dosen liegen Welten dazwischen. Raspberry Cheesecake, mein Favorit. Juneberry Jam geht. Würde ich eine 6 von 10 geben. Ich hätte vielleicht die Dosen in der anderen Reihenfolge probieren sollen. Jo, also eins muss man sagen, der Himbeerkäsekuchen, der hat echt einen guten Nachgeschmack. Und der Nachgeschmack bleibt auch, obwohl ich das mit sehr viel Wasser versucht habe zu neutralisieren. So, das war's jetzt auch wieder von mir. Ich hoffe, euch hat dieses Video unterhalten. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wartet noch.